Ich möchte Ihnen im Laufe meines Vortrages zu 8 wichtigen Punkten, zu 8 Thesen etwas ausführen, um deutlich zu machen, welchen Stellenwert die Thematisierung der sozialen Frage durch Rechtsextremisten aktuell hat und welches Gefahrenpotenzial sich damit verbindet. Ich will das versuchen, in der handelsüblichen Dreiviertelstunde irgendwie zu bewältigen, sodass wir vielleicht ebenso viel Zeit zu einer Diskussion oder Fragerunde haben. Ich will mal anfangen mit einem phänomenologischen Ansatz. So würde ein ordentlicher Politologe das formulieren, machen oder etwas eingängiger formuliert. Ich will Ihnen ein paar Bilder zeigen. Diese Bilder sollen Ihnen aufzeigen, dass dieses Thema Sozial- und Wirtschaftspolitik in der Agitation von Rechtsextremisten einen herausragenden Stellenwert eingenommen hat. Und ich lasse Sie einfach mal in diese Bilder reingucken und sage jeweils natürlich was dazu, woher sie kommen und was das besonders Bedeutsame daran ist. Ich fange mal an mit einem Wahlplakat der NPD. Weiß nicht genau, wann das auf den Markt gekommen ist, müsste so Ende der 90er Jahre schon gewesen sein. Das Interessante daran ist, dass Sie in der Mitte auf rotem Grund den Slogan lesen können, soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Das Stichwort soziale Gerechtigkeit ist eigentlich ein Stichwort oder ein Schlagwort der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie oder im weitesten Sinne der politischen Linken. Egal, wie man die jetzt demokratietheoretisch verortet, das wäre eine andere Frage. Und die rechtsextremistische NPD nutzt also diesen Slogan soziale Gerechtigkeit für dieses Plakat. Das zweite Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, ist dieses hier. Und da wird im Jahr 2001 zu einer Demonstration aufgerufen. Wenn ich dieses Plakat nur so halten würde und Sie fragen würde, wer hat es gemacht, raten Sie mal. Ich weiß nicht, ob Sie dann auf die NPD oder die Neonazi-Szene oder Rechtsextremisten gekommen wären. So wie es da sieht, könnte es auch aus gewerkschaftlichen Kreisen oder aus einer orthodoxen kommunistischen Kleinorganisation stammen. Eben rief jemand DKP. Irgendwie sowas. Verdächtig wirkt etwas der Arbeiter, der das Outfit der 30er Jahre trägt. Man hätte hier aber auch die 50er Jahre vermuten können. Es stammt, wie Sie jetzt sehen, wo ich das hochziehe, aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Was aber an diesem Plakat interessant ist, ist mehreres. Der Aufruf gegen den Euro, den Aufruf zur Bekämpfung der Globalisierung, die Thematisierung des 1. Mai, der, obwohl als Feiertag von Nationalsozialisten eingeführt, ja der traditionelle Tag der Arbeiterbewegung der Gewerkschaften war, die rote Farbe, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, das Outfit des Arbeiters, also das würde man irgendwo anders vermuten. Und das ist ein zweites Merkmal, was auffällig ist, dass Rechtsextremisten zunehmend Begrifflichkeiten und Symbole von links nutzen. Das gilt auch für andere Politikfelder. Denken Sie an das Palästinensertuch, was zunehmend bei NPD-Demonstrationen Verwendung findet, Che Guevara-T-Shirts auf den getragen von Neonazis, nur mal als Stichworte, was andere Politikfelder angeht. Auch bei Demonstrationen nutzen Rechtsextremisten dieses Thema. Hier sehen Sie etwas von einem NPD-Kreisverband in Hannover, Arbeit statt Profite, Volkswirtschaft statt Globalisierung. Arbeit statt Profite, das können Sie auch auf einer gewerkschaftlichen Demonstration lesen oder auf Parteitagen der Partei Die Linke als Parole hören beispielsweise. Das soll jetzt, wie gesagt, keine Gleichsetzung mit verbunden sein, sondern mir geht es nur darum, diesen Stellenwert, diesen thematischen Stellenwert und die Verwendung von Symbolen in anhand dieser Beispiele zu zeigen und darauf später dann auch analytisch Bezug zu nehmen. Das ist nicht nur ein Schwerpunkt, den Sie bei der NPD finden, sondern auch bei anderen rechtsextremistischen Parteien, zum Beispiel bei der Deutschen Volksunion, DVU, die ja in Brandenburg zweimal hintereinander in den Landtag einziehen konnte. Das ist ein Plakat aus dem Wahlkampf 2004 mit dem Protest gegen Hartz IV.
sehr aggressive Parolen, sehr populistisch. Das ist sehr typisch für die DVU. Damals hatte es interessanterweise eine Diskussion innerhalb der damals noch PDS genannten Partei gegeben, die ähnliche Parolen verwendete, wo innerparteiliche Kritiker diese formalen Gemeinsamkeiten hervorgehoben haben und doch gegen einen derartigen populistischen Bezug zur Politik Sturm gelaufen sind, allerdings vergeblich. Aber das sollte jetzt nicht unser Thema sein. Aber auch da wollte ich Ihnen diesen Zusammenhang mal aufzeigen. Das nächste Bild ist dieses hier. Das dürften vielleicht viele von Ihnen kennen, sofern Sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus seit längerer Zeit beschäftigen und regelmäßig Zeitungsartikel dazu lesen. Das ist das Plakat, was die NPD in Sachsen bei dem erfolgreichen Wahlkampf 2004 geklebt hat und wo auch Quittung für Hartz IV die zentrale Parole war. Das spielte übrigens für die Akzeptanz beim Wähler eine sehr wichtige Rolle. Komme ich später nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, auf diesen Gesichtspunkt. Sie finden diese Parolen aber auch im Bereich des Neonazismus. Das ist ein Plakat oder ein Foto von einer neonazistischen Demonstration und auf dem Plakat hier steht drauf, nur ein Esel glaubt noch an den Sozialstaat. Nur ein Esel glaubt noch, das ist im Neonazismus eine bekannte Parole, die man aus den 70er Jahren kennt. Da hat der damals populärste deutsche Neonazi Michael Kühn seine Kameraden in Hamburg und anderen Regionen Norddeutschlands auf die Straße geschickt und haben eine Eselsmaske getragen und ein Schild, ich Esel glaube noch, da 6 Millionen vergast worden sind. Ja, und diese Parole wird jetzt auch für die Sozialstaatskritik aufgegriffen. Das nächste und vorletzte Bild ist dieses hier. Das ist ein Foto von einer relativ aktuellen Broschüre, erstellt von mehreren rechtsextremistischen Kleinorganisationen aus dem Neonazi-Bereich, teilweise mitgetragen von NPD-Strukturen. Da heißt es Antikapitalismus, nationaler Sozialismus durchsetzen, Antikapitalismus von rechts. Also auch hier Begrifflichkeiten, Symbolik, die man eigentlich eher von links her kennt, die man auf diesem Cover dieser Broschüre sehen kann. Und jetzt auch wirklich die allerletzte Folie mit Bildern. Dann kommen wir ins harte Geschäft der Thesenabarbeitung. Das ist dieses Bild. Das zeigt Ihnen einen Artikel aus der NPD-Monatszeitung Deutsche Stimme, dem Parteiorgan. Stammt von einem Jürgen Gansel, studierter Historiker, der hinsichtlich strategischer, programmatischer Ansätze in der NPD eine sehr wichtige Figur ist. Und der Artikel ist überschrieben für diejenigen, die es hinten vielleicht nicht lesen können, mit den Worten gegen Einwanderung, Europäische Union und Globalisierung. Und der Untertitel lautet, die nationale Opposition muss noch stärker die soziale Frage nationalisieren. Das ist eine ganz wichtige Formulierung, die soziale Frage nationalisieren. Das heißt nämlich auf Deutsch so gut wie man muss oder man kann die soziale Frage, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme ja ganz unterschiedlich ideologisch deuten. Eine eher linke Partei wird das anders tun als eine eher liberale Partei oder eine eher konservative Partei. Und hier versuchen die Rechtsextremisten, die soziale Frage inhaltlich ideologisch zu deuten mit ihrem Ideologieangebot. Und das ist die Besonderheit und auch die Besonderheit des Gefahrenpotenzials, das sich mit dieser Entwicklung verbindet. Und das will ich im Kern meiner Ausführungen Ihnen gleich aufzeigen. Wie gesagt, soweit mal diese Bilderrevue als Einstieg in das Thema. Jetzt will ich Ihnen meine Thesen vorstellen. Damit man es besser nachvollziehen kann, habe ich hier auf das Wichtigste auf Folie mal gezogen. Dann kann man mit Ohren und Augen der Sache vielleicht ganz gut folgen, hoffe ich zumindest. Der erste Punkt lautet, es gibt eine thematische Schwerpunktverlagerung hin zur sozialen Frage im Rechtsextremismus.
die habe ich jetzt schon näher begründet durch diese Bilderrevue, um deutlich zu machen, es ist nicht mehr so, dass Rechtsextremisten nur Ideen, Themen der Vergangenheit ansprechen. Also sprich Bewältigung des Nationalsozialismus, des Dritten Reiches, Entschuldigung des Nationalsozialismus oder dass sie sich darauf beschränken, nationalistische Parolen als solche nur zu verbreiten oder nur mit Fremdenfeindlichkeit agitieren. Es lässt sich ungefähr seit 96, 97 eine verstärkte Hinwendung zu diesen aktuellen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Themen im Rechtsextremismus feststellen. Und zwar flächendeckend, also in allen Bereichen, ob das die DVU, die NPD oder die Neonazi-Szene ist, auch in der Skinhead-Szene, wenn Sie zum Beispiel die Musik-CDs aus diesem Lager sich ansehen oder anhören, können Sie also diese Schwerpunktverlagerung ausmachen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt auf der einen Seite. In meinem zweiten Spiegelstrich bin ich darauf eingegangen, dass diese Schwerpunktverlagerung nicht nur zu sehen ist bei den Rechtsextremisten selbst, also was sie Öffentlichkeit anbieten, ja, um jetzt in der Sprache der Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage zu sprechen, also das Angebot, was Rechtsextremisten der Öffentlichkeit gegenüber machen, an Themen, an Deutungsmustern, an Ideologie. Es ist auch so, dass das auf der Nachfrageseite so registriert wird. Und zwar konnte man das sehr schön beobachten anhand der Untersuchungen zu den NPD-Wählern bei den Landtagswahlen 2004 in Sachsen und der DVU-Wähler bei den Landtagswahlen in Brandenburg. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die entsprechenden Daten mir genauer anzusehen. Und hier war das herausragende Thema, das herausragende Themenmotiv, diese Partei zu wählen, der Unmut über Hartz IV und über die Arbeitsmarktreformen, die mit diesem Stichwort Hartz IV oder Agenda 2010 verbunden waren. Ja, es ist also ein Gleichklang oder ein gewisser Gleichklang gewesen zwischen Angebot und Nachfrage hier. Und wenn dieser Gleichklang vorhanden ist, auf dieses Argumentationsmuster komme ich später nochmal zu sprechen, dann besteht immer die große Gefahr, dass rechtsextremistische Parteien Erfolg haben werden. Ja, den Punkt, wie gesagt, will ich später nochmal etwas ausführlicher erläutern. Ich schiebe das mal hoch und komme zu meiner zweiten These. Es geht hier um eine Wiederentdeckung der Verkopplung von Nationalismus und Sozialprotest. Wiederentdeckung meint, dass das ideengeschichtlich keine neue Entwicklung ist, was wir hier ausmachen können, sondern wenn wir in die Geschichte zurückgehen, können wir überall dann, wenn rechtsextremistische Kräfte Wahlerfolge haben, wenn sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, sehen, dass es ihnen gelungen ist, soziale und wirtschaftliche Probleme mit ihrer nationalistischen, antisemitischen oder fremdenfeindlichen Ideologie zu verkoppeln, dass das dann zum Wahlerfolg geführt hat. Ich mache einen kleinen ideengeschichtlichen Rückgriff, und zwar ganz weit zurück, keine Angst, ich versuche in der Zeit zu bleiben, und zwar in die wilhelminische Kaiserzeit. Da gab es nach dem Gründerkrach im Agrarbereich, im landwirtschaftlichen Bereich Krisen, vor allem im heutigen mittel- und nordhessischen Raum. Ich habe mir das mal genauer angeguckt, weil ich da geburtsmäßig herkomme und da auch studiert habe und das von daher ganz interessant fand, wie das damals so war. Und da gab es also diese Krise bei Kleinbauern und Mittelbauern, mittelständischen Bauern. Und da entwickelte sich eine antisemitische Parteienbewegung, die überall im Deutschen Reich kleine Antisemitenparteien gründeten und die zu den Bauern hingingen und sagten, dein Elend als Bauer liegt daran, dass es jüdische Zwischenhändler gibt. Und so haben sie also versucht, das Elend der Bauern mit dem Antisemitismus zu verkoppeln und zeitweise in bestimmten Regionen, dem Marburger Raum, dem heutigen nordhessischen Raum um Kassel herum und andere Regionen Wahlerfolge gehabt bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein. Dann sind diese Parteien zerfallen aus Gründen, die ich jetzt aus zeitlichen Gesichtspunkten nicht näher erläutern möchte. Auch die NSDAP in der Weimarer Republik ist so vorgegangen. Ja, wenn Sie mal Ihr Geschichtskenntnis Revue passieren lassen, Anfang der 20er Jahre hat sie auf das Thema völkischen Nationalismus gesetzt, das groß herausgestrichen. Antisemitismus auch war der Schwerpunkt, mit der Schwerpunkt dieser Agitation in diesem Bereich. Und sie hat es nur geschafft, teilweise
teilweise in der Bevölkerung zu mobilisieren. Ihr ist erst ein größerer Wahlerfolg gelungen ab dem Jahr 1929, dem Beginn der Weltwirtschaftskrise und dem Versuch, das Thema Arbeitslosigkeit, das Thema Wirtschaftskrise im Deutschen Reich mit ihrer nationalistischen Deutung zu verkoppeln. Und mit Parolen wie Hitler bringt euch Freiheit und Brot, ja, vor allem Brot, hat man versucht, politisch erfolgreich zu sein. Also auch eine nationalistische Deutung der sozialen Krise. Ja. Kleiner Exkurs zur anderen Seite. Die KPD hat es versucht, natürlich mit einer marxistisch-leninistischen Deutung zu bewirken, indem sie die Weltwirtschaftskrise als Zeichen des Untergangs des Kapitalismus und des der Hinwendung zum Sozialismus interpretiert hat. Also es sind immer unterschiedliche Deutungsmuster sozialer und wirtschaftlicher Krisen möglich. Und wie gesagt, die erfolgreichen rechtsextremistischen Parteien versuchen das immer mit dem Thema Nationalismus zu verkoppeln. Das Gleiche können Sie durchspielen für die NPD in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, als erstmals im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik Deutschland im alten Mittelstand eine ökonomische Krise auszumachen war. Und es hier der NPD gelang, diese Krise eben mit ihrer nationalistischen Deutung in die öffentliche Diskussion zu bringen und damit eben auch Wähler für sich zu mobilisieren. Insofern, das ist dann die Schlussfolgerung aus dieser ideengeschichtlichen Betrachtung, ist die Thematisierung der sozialen Frage eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für rechtsextremistische Erfolge. Das heißt, rechtsextremistische Parteien müssen immer diese Verkopplung von sozialer Frage und nationalistischer Deutung hinbekommen. Das ist kein Garant dafür, dass sie Wahlerfolge haben, aber wenn ihnen dies nicht gelingt, dann schaffen sie das auch nicht. Es ist auch kein Gegenargument, wenn Sie darauf verweisen, dass es 92 das Thema Asylpolitik war, was die Republikaner in Baden-Württemberg in den Landtag trieb und 96 erneut. Denn auch in diesem Fall war der entscheidende Gesichtspunkt, das Thema Asylpolitik mit dem Thema Sozialneid, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit zu verkoppeln. Ja, und dann funktionierte dieser Wahlerfolg erst. Meine dritte These bezieht sich auf die ideologischen Grundlagen der Auffassung zur Sozialpolitik. Wenn Sie sich jetzt nochmal die Bilderrevue von eben in Erinnerung rufen und die Slogans, die Sie da gesehen haben, dann werden Sie eine ganze Reihe von formal ähnlichen Aussagen mit Positionen der politischen Linken, wie gesagt, denken Sie jetzt nicht an die so sich nennende Partei, sondern ganz allgemein an die politische Linke, feststellen können. Man ist ebenfalls gegen die Globalisierung, man ist ebenfalls gegen die Sozialstaatsdemontage, man ist ebenfalls gegen Kapitalismus, man ist ebenfalls gegen Neoliberalismus, man ist ebenfalls gegen Agenda 2010, man ist ebenfalls gegen Hartz IV. Trotzdem darf man da natürlich kein mathematisches Gleichheitszeichen zwischen diese beiden Spektren ziehen, denn hinter dieser Ausdrucksform gegen Neoliberalismus und Globalisierung zu sein, gibt es eine ideologische Grundlage, die eindeutig rechtsextremistisch ist. Da können Sie in der Agitation von Rechtsextremisten die klassischen Merkmale eigentlich ausmachen, die es in diesem Bereich gibt. Also Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Volksgemeinschaftsideologie. Mit diesen Deutungsmitteln will man quasi die Interpretation der sozialen Frage beim Publikum, bei der Öffentlichkeit, beim Wähler bewirken. Wie das in der Agitation von Rechtsextremisten aussieht, vielleicht einfach mal an ein paar Beispielen als Zitaten erläutert. Es gibt zum Beispiel einen Aufruf unterschiedlicher Rechtsextremisten mit dem Titel Zukunft statt Globalisierung. Da heißt es drin zum Beispiel, Zitat, gegen diese kapitalistische Entwürdigung des Menschen kämpft der Nationalismus mit seiner sozialen Ordnungsidee der Volksgemeinschaft. Sie soll dem Menschen die vom Kapitalismus zerstörten wurzelhaften Bindungen an Familie, Volk und Heimat zurückgeben. Volksgemeinschaft, ein vom Nationalsozialismus politisch nicht geprägter, aber besetzter Begriff, der von der Homogenität, der politischen Homogenität, der ethnischen Homogenität der Bevölkerung ausgeht und Andersdenkende und Andersethnische aus dieser Gemeinschaft ausschließen will.
der wurzelhaften Bindung ein typisch biologistisches Argumentationsmuster völkischer Prägung, auch das an das Verständnis von Volk und Heimat in deren Sinne eben anknüpft. Ein Beispiel für die Fremdenfeindlichkeit, ein Zitat aus dem NPD-Parteiorgan Deutsche Stimme. Da heißt es, Zitat, vor dem Hintergrund der neoliberalistischen Sozialstaatsdemontage stellt sich immer brennender die Frage, wir Deutschen oder die Ausländer beziehungsweise das Ausland, Zitat Ende. Wenn Sie weiter in dem Artikel lesen, dann ist von Menschen mit Migrationshintergrund etwa die Rede, Zitat, als von ausländischen Arbeitsplatzdieben und Sozialschnorrern, Zitat Ende. Ja. Die sollen konsequent, Zitat, von jeder Teilhabe am deutschen Sozialstaat ausgeschlossen werden, Zitat Ende. Dass die auch mal was in eine Arbeitslosenkasse eingezahlt haben, einen Rechtsanspruch auf sowas hätten, spielt natürlich in dieser Argumentation gar keine Rolle. Sie haben aber auch vor allem in der Globalisierungskritik den Antisemitismus, den ich eben erwähnt habe. Das mag vielleicht irgendwie merkwürdig klingen. Okay, gut, Rechtsextremisten sind irgendwie meistens auch antisemitisch, aber was hat das dann mit Sozial- und Wirtschaftspolitik zu tun? Da ist die Interpretation der Globalisierung von Bedeutung. Es gibt von NPD-Kadern eine Broschüre, die gibt quasi Mandatsträgern und Wahlkämpfern der NPD Material an die Hand. Also wenn die irgendwie gefragt werden von einem Journalisten zu irgendwas, dann müssen die das dann halt vorlesen oder präsentieren, was in dieser Broschüre drinsteht. Also es dient zu internen Schulungszwecken. Und da heißt es dann zum Stichwort Globalisierung, Zitat, es handelt sich bei der Globalisierung um das planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des großen Geldes. Dieses hat, obwohl seinem Wesen nach jüdisch, nomadisch und ortlos, seinen politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der USA. Ostküste der USA hört sich ganz harmlos an, das ist aber im Rechtsextremismus ein Synonym oder Codewort oder wie immer das Sie nennen wollen, was für das jüdische Finanzkapital steht, was angeblich die amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft dominiert. Ja. Können Sie also in anderen Texten, Horst Mahler beispielsweise, in aller Offenheit nachlesen. Und hier wird natürlich auf ein klassisches judenfeindliches Stereotyp aus dem Mittelalter zurückgegriffen, was eben in den Juden die geheimnisvolle Macht hinter dem Finanz- und Geldwesen sieht. Ja, das ist also ein Beispiel für diese rechtsextremistischen Ideologien hinter der Globalisierungskritik und hinter der Sozialstaatsverteidigung in Anführungszeichen der Rechtsextremisten. Mein vierter Punkt, der bezieht sich auf die Frage, was haben Rechtsextremisten denn nun dem entgegenzusetzen? Worin besteht denn ihr politisches, wirtschaftliches, soziales Konzept? Ich habe mich wirklich bemüht, auf die Frage eine Antwort geben zu können. Es ist mir aber kaum möglich. Das liegt darin, dass sie keine klare Antwort darauf geben. Es gibt, um den zweiten Punkt vielleicht vorwegzunehmen, ein Schlagwort, das lautet raumorientierte Volkswirtschaft. Was das denn genau ist, das kann man weder im NPD-Parteiorgan noch im NPD-Parteiprogramm noch in diesem Papier hier, was ich hier habe, Grundlagen einer nationaldemokratischen Volkswirtschaftslehre entnehmen. Das ist immerhin ein Text von 134 Seiten, der immer dann, wenn es um das positiv Konkrete geht, der wirtschaftspolitischen Grundpositionen, zumindest schwammig ist, um das höflich und zurückhaltend zu formulieren. Und in keinem relevanten Punkt wirklich klare Position bezieht, sieht man mal von pauschalen Forderungen nach Zahlungen an deutsche Familien ab und irgendwelche Allgemeinplätze, nichtssagenden Formulierungen, wenn beispielsweise davon gesprochen wird, es ginge darum, an die Volksgemeinschaft aller Deutschen anzuknüpfen oder die Orientierung am heimischen Lebensraum solle das Entscheidende sein. Das wird alles nicht genau ausgeführt, was konkret damit gemeint ist.
Was sie zumindest nicht wollen, entgegen ihrer antikapitalistischen Selbstdarstellung, ist eine Abschaffung des Kapitalismus. Sondern ihnen geht es mehr um ein Zitat aus einem neonazistischen Flugblatt, freies und sozial verpflichtendes Unternehmertum. Oder ich übersetze es jetzt mal in meine Sprache, das, was ich mal vermute, was gemeint sein könnte, ja, ist von der Tendenz her so eine Art soziale Marktwirtschaft, die die Marktwirtschaft in Grundprinzipien belässt, die durchaus von Seiten des Staates Sozialleistungen gewährt und einen Ausgleich schafft, aber immer nur für die ethnisch Deutschen, ja, die also pauschal alle anderen ausgrenzen wollen in dem Bereich. Ja, das scheint also ganz diffus die Orientierung zu sein, die sowohl von der DVU bis zur Neonazi-Szene hin so eingefordert wird. Es gibt nur ganz wenige, um mal einen Namen zu nennen, Jürgen Schwab, ein ehemaliger NPD-Vordenker, der in Richtung einer Enteignung, Verstaatlichung von Großkonzernen hin argumentiert. Ja, das ist also, sind aber Einzelpersonen in dem Bereich. Das ist nicht die vorherrschende Linie in dem Spektrum. Mein nächster Punkt ist die Frage oder bezieht sich auf die Frage, wie setzt sich der Rechtsextremismus eigentlich mit der Öffentlichkeit in Verbindung? Wie vermittelt er das, was ich eben vorgestellt habe? Also der Unmut über sozialpolitische Aspekte, sozialpolitische Reformpolitik. Wie vermittelt man das dem Wähler? Natürlich durch die Plakate, die gezeigt wurden, aber auch durch eine Reihe von Demonstrationen, die in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden, die ihren Höhepunkt im zeitlichen Zusammenhang mit den Montagsdemonstrationen von gewerkschaftlicher Seite vor einigen Jahren gegen die Hartz-IV-Reform hatten. Und es gab bei rechtsextremistischen Demonstrationen verschiedene Varianten, die dabei zu unterscheiden sind. Die erste Variante waren eigene Veranstaltungen, das heißt, die NPD meldet eine Demonstration an und führt sie entsprechend unter NPD-Fahne durch. Eine zweite Variante waren verdeckt angemeldete Demonstrationen, das heißt, ein NPD-Mitglied geht nicht mit dem NPD-Parteibuch oder mit der NPD-Zugehörigkeit los und meldet eine Demonstration an, sondern tut es als Heinrich M. Punkt, ja, um dadurch eben größere Zahl von Unbeteiligten oder von politisch Unorganisierten, die also nicht im Rechtsextremismus organisiert sind, für sich zu gewinnen. Und eine dritte Variante ist die Beteiligung an Veranstaltungen anderer, zum Beispiel der Gewerkschaften oder unorganisierte Einzelpersonen, die solche Demonstrationen vor allem in den neuen Bundesländern angemeldet haben. Ja, das ist also die Vorgehensweise, die man dort beobachten kann. Damit verbinden sich natürlich bestimmte Ziele. Das erste Ziel ist die Besetzung des Themas im öffentlichen Diskurs. Also man will sich als die Protestpartei darstellen, die gegen Hartz IV und gegen Agenda 2010 ist. Das ist der NPD zwar nicht in Gänze gelungen, aber teilweise gelungen in dem Zeitraum 2004, wo die Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg waren. Da gab es damals nämlich keine einzige Partei, die auch gegen Hartz IV und gegen Agenda 2010 war, mit Ausnahme der damaligen PDS. Die SPD- und Grünen-Regierung war für diese Politik, die CDU, CSU, FDP-Opposition auch. Es gab also im öffentlichen Diskurs quasi eine Leerstelle, ein Vakuum für den Unmut gegen Hartz IV. Und das hat versuchte natürlich auch die PDS zu füllen, die bei diesen Wahlen auch leicht zulegen konnte, aber nicht so gravierend zulegen konnte. Viel eher hat es offenbar die NPD gefüllt und zumindest teilweise, nicht allein, erklärt sich so auch der Wahlerfolg bei diesen Landtagswahlen. Ja. Dass das auch funktionieren kann ohne eine entwickeltere Parteistruktur oder ohne eine bestehende Fraktion schon im Landtag, das gilt ja für die DVU, das erste für die NPD in Sachsen, das können Sie hier auch
Ihrem Bundesland sehen, wo die NPD ja ohne einen besonders engagierten Wahlkampf immerhin 4,0% der Stimmen bekommen hat. Das war zum damaligen Zeitpunkt der größte Wahlerfolg seit 1968, bis er dann von dem Ergebnis im Sachsen übertroffen wurde. Ja, und das ohne eine breitere Verankerung der NPD. Die NPD ist in Sachsen relativ gut alltagskulturell verankert, in bestimmten Regionen sogar sehr gut verankert. Aber da kommen wir vielleicht später auch in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen. Die zweite Zielsetzung ist die Gewinnung neuer Anhänger. Das ist der NPD auch gelungen, vielleicht nicht so gelungen, wie sie sich erhofft hat. Aber die Zahlen der NPD-Mitglieder gehen nach oben, von 5.000 bis ungefähr 7.000 in diesem Bereich mit, wie gesagt, steigender Tendenz. Das ist ja auch gelungen. Die Zahl der Neonazi-Szene ist sogar relativ stark in den letzten Jahren angestiegen. Das ist in den Medien nicht so zur Kenntnis genommen worden. Wir haben jetzt aber über 4.000 Neonazis. Das ist also ein enormer Anstieg im Vergleich zu dem Zeitraum vor einigen Jahren in dem Bereich. Ja. Es ist jetzt keine Massenbewegung, man darf das auch nicht verzerrt überzeichnen sicherlich, aber es zeigt deutlich, dass in diesem Bereich eine Entwicklung nach oben auszumachen ist. Und der dritte Gesichtspunkt, die dritte Zielsetzung war die Selbstdarstellung als Speerspitze der Proteste. Das ist ihr allerdings nur teilweise gelungen, also bei den Leuten, die sie auch gewählt haben. Ja, also zurzeit ist es eher so, dass die Partei Die Linke versucht, dieses Thema politisch zu besetzen und damit auch der NPD den Rang ablaufen will. Inwieweit das tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage. Auch vor dem Hintergrund, dass beispielsweise in den neuen Bundesländern man mit der PDS noch eine andere, ältere Partei im Kopf verbindet und die Bereitschaft, da das Kreuzchen zu machen, vielleicht nicht so groß ist und man dann vielleicht das eher auf der anderen Seite tut in diesem Bereich. Ja. Also es ist insofern auch der NPD nicht gelungen, eine neue soziale Bewegung in diesem Bereich zu entwickeln, die also stärker in die Bevölkerung hineinträgt. An den NPD-Demonstrationen haben in der Regel dann auch nur Rechtsextremisten teilgenommen und nicht Otto-Normalbürger, sofern sie zumindest auch mitbekommen haben, dass es eine rechtsextremistische Demonstration war. Denn mitunter haben Rechtsextremisten dort sehr trickreiche, aber auch sehr gemeine Techniken angewandt. Ein einfaches Beispiel, es findet eine Demonstration, meistens von Unorganisierten statt gegen Hartz IV. Es nehmen daran in der hinteren Reihe Rechtsextremisten teil, nehmen ein Transparent mit, rennen nach vorne, stellen sich in die erste Reihe, klappen das Transparent auf dem dann NPD draufsteht oder Nationale Kameradschaft so und so. Und die Leute, die hinter ihnen demonstrieren, sehen ja das nicht, was vorne auf diesem Plakat draufsteht. Ja, sodass man also als Pressemedium oder als normaler Betrachter den Eindruck hat, das ist eine NPD-Demonstration und die Leute, die hinter diesem Plakat herlaufen, bekommen das gar nicht mit, dass es also so erscheint. Ja. Wie reagierten die anderen Demonstrationsteilnehmer auf dieses beschriebene Vorgehen? Man kann im Grunde genommen zwei verschiedene Verhaltensweisen ausmachen, die sich so ein wenig entgegenstehen. Das eine ist, dass es eine Duldung dieser Rechtsextremisten gab durch politisch unerfahrene Teilnehmer. Das war häufig in den neuen Bundesländern der Fall, weil die dort die Demonstration anmeldenden Personen in der Regel persönlich Betroffene von Hartz IV waren, mit wenig politischen Grundkenntnissen, mit wenig Kenntnissen über Rechtsextremisten. Hinzu kommt noch das Problem, dass es schwierig ist, in einer laufenden Demonstration auch Personen auszuschließen. Das ist sogar juristisch wohl etwas schwierig, das zu machen, wenn man das nicht näher begründen kann in diesem Bereich. Das gilt auch für andere Demonstrationen. Wenn Sie sich an die Anti-G8-Demonstration erinnern, dass die Mehrheit der friedlichen Demonstranten ungeheure Probleme hatte, die gewaltbereiten Autonomen aus ihren Reihen irgendwie auszugrenzen. Ja, das ist also eine Schwierigkeit, die ich nicht verkennen möchte. Aber es fehlt mitunter auch das entsprechende politische Bewusstsein, da auch einen entsprechenden Trennungsstrich zu ziehen in diesem Bereich. Ja, das ist einfach da das Problem. Die zweite Verhaltensweise ist die Ausgrenzung, und zwar da, wo Rechtsextremisten klar als solche auch identifiziert wurden. Und das
ist natürlich umso einfacher, wenn in der entsprechenden Protestbewegung ein politisches Bewusstsein über die Zugehörigkeit zum Rechtsextremismus von anderen vorhanden ist. Das ist in der Regel bei Demonstrationen auch in den westlichen Bundesländern der Fall gewesen. Es gab aber auch einzelne DGB-organisierte Demonstrationen, wo man es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, Rechtsextremisten da auszuschließen, die mit relativ eindeutigen Parolen dann auf diesen Veranstaltungen präsent waren. Das ist also auch da zu beobachten gewesen. Ja, die Bedeutung dieses Themas, das hatte ich eben schon gesagt, erklärt sich auch dadurch, dass man nicht mehr nur an der Nostalgie der Dritten Reichsbewältigung interessiert ist, sondern auch an aktuellen Themen und dass sich das auch auszahlt bei Wahlkämpfen und Wahlen. Ja. Denn ich hatte es eben schon mal kurz erläutert, das ist eine interessante Feststellung, dass man bei den Wahlergebnissen Brandenburg und Sachsen und auch später in Mecklenburg-Vorpommern danach gefragt hat, was war denn entscheidend dafür, dass bestimmte Wähler eben rechtsextremistisch gewählt haben oder überhaupt gewählt haben. Da ist für den Wahlforscher ist immer so gegeben, dass geguckt wird, Bindung an die Partei, der Parteispitzenkandidat oder das Thema der Partei. Neue Parteien können in der Regel nicht bei den erstgenannten Fragen punkten. Die Parteibindung ist logischerweise nicht besonders groß, der Spitzenkandidat nicht besonders bekannt. Und das gilt auch für die NPD, die nur relativ wenig bundesweit bekannte Akteure hat. Das sieht im kommunalen Bereich etwas anders aus, Stichwort Sächsische Schweiz, aber teilweise auch, was Mecklenburg-Vorpommern angeht. Und hier zeigt die Untersuchung der Wahlforscher ganz eindeutig, dass das Thema den wichtigsten Stellenwert eingenommen hat. Das Thema war, das ist sogar zahlenmäßig identisch gewesen, also es ist wirklich 1:1 das Thema Hartz IV gewesen. Und ich sage nochmal, gegen Hartz IV zu sein, ist natürlich keine rechtsextremistische Position, ganz klar. Ja, ist eine völlig legitime politische Position, die aber im politischen Spektrum der damaligen Diskussion nicht politisch besetzt war, zumindest nicht von den großen oder den demokratischen Parteien im Bundestag. Ja, und das ist quasi eine Vakuumsituation, ein Themenvakuum, was man dann besetzen kann. Ja. Und das ist auch das Interessante dabei, dass wenn es Rechtsextremisten gelingt, ein bestimmtes öffentlich diskutiertes Thema zu besetzen und dieses öffentlich diskutierte Thema auch wichtig in der Wahrnehmung der Bevölkerung ist, dass das dann auch immer bedeutet, dass man diese rechtsextremistische Partei wählt. Ja. Das will ich vielleicht mal an einem Beispiel erläutern. Republikaner in Baden-Württemberg haben 1992, 1996 Stimmenzuwächse von um die 10% gehabt, also einmal 10,9, einmal 9,1%. Und sind dann 2001, glaube ich, war das, aus dem Landtag rausgeflogen. Da haben sie nur noch 4,4% gehabt. Sie haben in allen diesen drei Wahlkämpfen auf das Thema Ausländerpolitik gesetzt. In welcher Form, muss ich Ihnen nicht sagen, können Sie sich vorstellen. In den ersten beiden Wahlen war das auch ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema im Wahlkampf überhaupt und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also auch ablesbar beispielsweise, wie sehr dieses Thema in einer Zeitung mit 4 Buchstaben thematisiert wird. Das ist immer auch so ein Gradmesser für die Bedeutung eines politischen Themas im öffentlichen Diskurs. Und bei der Wahl 2001 war es so, dass dieses Thema in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent war, dass es sogar eine gewisse Zufriedenheit mit der Landesregierung gab und der Bundesregierung, die beide politisch anders besetzt waren, also eine liberal-konservative Landesregierung und eine rot-grüne Bundesregierung. Und in dieser Situation haben die Republikaner eben nur noch 4,4% der Stimmen bekommen. Ja, also da sehen Sie, wie wichtig es ist, dass das Thema, was man besetzt, auch ein öffentlich wichtiges Thema ist. Und wenn diese Dinge ineinander greifen, dann ist die Gefahr für rechtsextremistisches Wahlverhalten relativ groß. Ich will zu meiner letzten These und einer kleinen Bilanz kommen. Da geht es darum, dass
die rechtsextremistischen Wahlzustimmungen auch Folgen mangelnder sozialer Abfederung von Arbeitsmarkt- und Sozialreformen sind. Wenn Sie sich die Zahlen der NPD mal ansehen, dann sehen Sie, dass es dort zwar eine Steigerung gibt von Mitgliedern, aber dass es nun wirklich keine Massenbewegung ist. Wir haben also im Bereich der NPD ein Personenpotenzial, wie gesagt, in den letzten Jahren für 5.000 bis 7.000 gehabt, sagen wir mal 8.000. Das füllt kein Bundesliga-Fußballstadion, dieses Potenzial. Das reicht noch nicht mal für eine Nordkurve. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist keine Massenbewegung, auch wenn Sie die 4.000 Neonazis dazunehmen, das andere Spektrum noch dazunehmen. Das ist nicht eine Kraft, die so bedeutsam ist, um einen politischen Grundwechsel in dieser Gesellschaft herbeizuführen. Ja. Es ist auch so, dass dieses Spektrum des Rechtsextremismus ein eindeutig als rechtsextremistisch identifizierbares Potenzial ist. Das ist ja was anderes, als wenn sich eine rechtsextremistische Partei, sagen wir mal, soft gibt, bürgerlich, seriös gibt. Denken Sie mal an den Front National in Frankreich, der A, viele mehr Mitglieder hat und B, auch viel mehr Wähler hat. Und der versucht, sich ein nationalkonservatives, seriös bürgerliches Image zu geben. Das tut die NPD ja gar nicht. Also da tropft der Rechtsextremismus aus jeder deutschen Stimme, also dem Parteiorgan, nahezu heraus. Das müssen Sie nicht großartig analysieren. Udo Vogt, der Parteivorsitzende, sagt in aller Deutlichkeit, wir wollen die BRD abwickeln. Also schöner, in Anführungszeichen, kann man es gar nicht haben, ja, als Beleg dafür, dass es sich um eine rechtsextremistische Kraft handelt. Und umso erstaunlicher ist auch eine gewisse Hilflosigkeit der Politik, mit dem Phänomen der NPD umzugehen, wo auch der Ruf nach dem Parteiverbot mir häufig als ein gewisser Ausdruck von politischer Hilflosigkeit erscheint, mit einem gesellschaftspolitischen Problem umzugehen in dieser Richtung. Ja. Denn ich glaube, dass die rechtsextremistischen Kräfte für sich allein genommen es sicherlich nicht schaffen werden, mit diesem Thema öffentlich breiter zu punkten. Ja. Also wenn es nur von ihrer Seite auch ausgehen würde. Das ist aber auch jetzt nicht als Beruhigungsmittel gemeint, sondern wir müssen den zweiten Gesichtspunkt hinzunehmen. Das ist also die Angebotsseite, die ich am Anfang ja thematisiert habe. Jetzt komme ich nochmal zur Nachfrageseite, denn wir haben das folgende Phänomen, dass die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen zu einer Verschlechterung der Situation der unteren sozialen Schichten führen. Eine objektive, genauso wie subjektive. Ja, teilweise muss die objektive, also die tatsächliche Verschlechterung, gar nicht so dramatisch sein. Sie wird aber subjektiv von den Leuten viel dramatischer wahrgenommen. Ja, das gilt vor allem für die neuen Bundesländer, die quasi, wie das die Soziologen sagen, eine Transformationsgesellschaft sind, also eine Gesellschaft im Umbruch. Wenn man in den neuen Bundesländern sagt, vergleicht mal eure soziale und wirtschaftliche Situation mit der Situation in anderen Transformationsgesellschaften in Osteuropa, dann geht's denen blendend. Ja, die machen aber den Vergleich mit der Situation im Westen Deutschlands und haben dann eine ganz andere Bewertung, als wenn sie den erstgenannten Vergleich machen würden. Und aus dieser subjektiv wahrgenommenen Verschlechterung der sozialen Situation erwächst natürlich hochgradige Unzufriedenheit über etablierte Politik. Vielleicht haben Sie auch von den beiden Umfragen gehört, die in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind, wonach in den neuen Bundesländern nur noch knapp unter 50% der Bevölkerung die Demokratie für die bessere Staatsform halten. Ja. Ein erschreckendes Ergebnis, was man nicht so interpretieren sollte, dass jeder zweite Ostdeutsche antidemokratisch eingestellt wäre. Das ist sicherlich falsch, weil in dieser Frage Demokratie als System sicherlich mit Demokratie als realer Politik verwechselt wurde von einigen der dort Abstimmten. Aber selbst wenn man da einiges an Prozenten runterrechnen würde, sind es doch erschreckende Werte in diesem Bereich. Und da wird also auch diese Problematik deutlich, denn diese sozialen Schichten, um die es geht, sind auch die sozialen Schichten, die rechtsextremistische Parteien wählen. Ja, das lässt sich relativ deutlich sagen, wie sich die Sozialstruktur der Wähler dieser Parteien zusammensetzt. Es sind in erster Linie Männer, es sind in erster Linie junge
junge Männer, es sind arbeitslose Arbeiter, die vor allem in diesem Bereich verankert sind. Es sind interessanterweise nicht die formal Niedrigstgebildeten, sondern die Mittelgebildeten, die in der Bildungsgruppe am stärksten diese rechtsextremistischen Parteien wählen. Und da wird auch deutlich, dass es Möglichkeiten gibt für rechtsextremistisches Wahlverhalten über die klassische Gruppe der formal geringer Gebildeten hinaus auch sich zu entwickeln. Ja, das ist also ein interessantes Ergebnis, was man noch in Verbindung bringen kann mit dem Wissen über rechtsextremistische Einstellungen in der Bevölkerung. Auch da gab es vor einigen Monaten eine erschreckende Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da sind nicht alle Einstellungsstatements sauber und aus meiner Sicht eindeutig rechtsextremistisch. Insofern muss man diese Studie in Teilen methodisch kritisieren. Aber es gibt einzelne Einstellungsstatements oder Aussagen, die erschreckend hohe Zustimmungswerte von über 20% erfahren. Ja, und das ist also ein Einstellungspotenzial, was theoretisch auch von Rechtsextremisten mobilisiert werden kann. Das gelingt Ihnen aktuell nicht, flächendeckend zumindest nicht. Denken Sie daran, dass die NPD in den westlichen Bundesländern bei allen Wahlen unter 2% gelandet ist und ihr diese Erfolge bislang nur in den neuen Bundesländern gelungen sind. Aber hier wird an diesen Zusammenhängen, die ich versucht habe aufzuzeigen, und auch den Potenzialen, die es gibt, deutlich, dass also in dieser Verkopplung von Sozialprotest und Nationalismus, der aus diesem Spektrum ausgeht, durchaus die Gefahr besteht, dass Rechtsextremisten immer mehr an Zulauf bekommen. Wobei die Aktivitäten der Rechtsextremisten die eine Seite der Medaille sind und die Handlungen oder Nichthandlungen von Gesellschaft und Politik auf der anderen Seite der Medaille der wichtige Gesichtspunkt sind. Und im letzten Bereich hat man oder gibt es Handlungspotenziale, die man aufgreifen kann, um eben der rechtsextremistischen Instrumentalisierung von Sozial- und Wirtschaftspolitik beziehungsweise Protest gegen Sozial- und Wirtschaftspolitik entgegenzuwirken. Damit will ich auch mit Blick auf die Uhr schließen und danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.